Ja, hallo, liebe Teilnehmer, liebe Zuschauer. Mein Name ist Andreas Goldemann und ich begrüße euch oder Sie jetzt ganz herzlich hier heute Abend bei dem Thema Einblicke in die intuitive Arbeit. Es geht heute Abend einfach einmal darum, ganz leicht hineinzusehen, was intuitive Arbeit ausmacht, was überhaupt ja da passiert, wenn heute ein sogenannter intuitiver Impulse gibt oder Impulse aufnimmt und welche Vorteile dabei entstehen, welche Vorteile für alle dabei da sind. Und wir werden heute Abend mit Bewusstsein spielen. Das wird ein sehr freier Abend, der frei gestaltet ist. Ich habe natürlich eine Laufliste gemacht, dass ich nichts vergesse. Ich möchte mich einfach ein bisschen an diese Laufliste halten. Die hilft mir. Also nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal was nachlese, weil alles kann ich mir auch nicht behalten. Aber das ist ja auch gar nicht notwendig, weil Papier sehr geduldig ist. Mein Name, wie gesagt, ist Andreas Goldemann. Ich bin ein medizinisch intuitiver. Ich mache diese Arbeitszeit aktiv im Arbeitsprofil seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren, jetzt sind das 21 geworden. Ja, und habe sehr, sehr viele Länder bereist, 24 Länder, 22 Staaten in den USA hinter mir, mit sehr vielen Schamanen, Medizinleuten und Alternativmedizinern zusammengesessen und haben uns die ganze Sache angeguckt, wie funktioniert intuitive Arbeit, was passiert dabei. Und warum ist das so wichtig, dass wir sie wieder in unsere Gesellschaft integrieren? Weil in anderen Gesellschaftsformen ist diese Arbeit über den Schamanismus, über die Arbeitsweise des Medizinmanns zum großen Teil noch vorhanden. Aber in unseren modernen, westlich orientierten Gesellschaften ist das eben nicht der Fall. Das ist sehr schade, weil wir können hier sehr, sehr groß profitieren davon. Wir wollen uns heute Abend mal eben genau ansehen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, seit 21 Jahren dabei, aber mein Leben lang schon konfrontiert mit der intuitiven Wahrnehmung. Intuitive Wahrnehmung in dem Bereich, wie ich heute damit arbeite, heißt, ich nehme über meinen Körper, über mein Bewusstsein, über meine Sinne wahr, wenn mit einer Person oder mit einer Gruppe von Menschen etwas nicht stimmt. Das ist Empathie in größter Tiefe und spüre dann über meinen Körper, was da ja zum Teil in Unordnung geraten ist, welche Disbalancen, welche Disharmonien da sind. Ganz wichtig, ein Intuitiver ist kein Heiler, sondern es ist jemand, der wahrnimmt und aufgrund des Ausdrucks der eigenen Persönlichkeit, in meinem Fall ist das ein Ausdruck der Persönlichkeit über Stimme, über Bewegung und Reflexion, den anderen im Unbewussten, im Unterbewusstsein wieder erreicht, wo derjenige die vergessene Information wieder abholt. Das heißt, die Heilung, die eventuell durch diesen intuitiven Impuls passieren kann, passiert im Einzelnen selbst, weil er in eine Erinnerung hineinkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja, heilen kann man sich nur selber, man kann sich lediglich Assistenz holen. In dem Fall, ja, bin ich eine Art von Assistenz, aber kein Heiler. Und die Verantwortung, wie weit man sich öffnet, wie weit man das Ganze geschehen lässt, liegt beim Einzelnen. Deswegen haben wir natürlich auch immer den Disclaimer am Anfang am Laufen. Also bitte da sich auch dran halten, das ist ganz wichtig. Genau, ja, ich habe das schon als Kind gemacht. Diese Arbeit ist mir also schon seit ich bewusst bin, das ist so das zweieinhalb, dritte Lebensjahr, seit ich mir bewusst bin, ist mir schon aufgefallen, dass sehr, sehr viele Leute immer wieder kamen, wenn sie Zwickerlein, Zwackerlein hatten. Und ich dann später auch als Kind irgendwie sehr oft daneben saß und mitgeholfen habe. Aber das wurde mir erst hinterher klar, weil man ja während dieser Zeit im Prinzip automatisch einfach handelt aus seiner Natur heraus, aber sich nicht immer bewusst ist. Später wurde ich dann auch Projektionsfläche für die Emotionen in der Familie. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wo sich auch sehr, sehr viele Menschen finden werden, weil in dem Augenblick, wo bestimmte Emotionen in einem Menschen vorkommen und er hat keine Projektionsfläche, wo er sie hin projizieren kann, muss er sie mit sich selbst ausmachen. Und meine Familie und auch spätere Gesellschaften, in denen ich mich bewegt habe, haben mich gerne als Projektionsfläche genutzt. Heute stelle ich mich als Projektionsfläche für die Arbeit zur Verfügung, aber nicht mehr für die ungelebten, festen, harten Emotionen, die zum Teil da stattgefunden haben. Sehr wichtig auch für Menschen, die das selbst erleben, dass sie das verstehen. Nicht jeder könnte mit dieser Projektion umgehen.
und würde eventuell größte körperliche Probleme entwickeln aufgrund dieser ständigen, ja, des ständigen Angriffs, der da zum Teil passiert. Ganz interessant, eben auch mal zu betrachten. Ja, das so viel zu mir. Ich bin heute 49 Jahre alt und hoffe, dass ich das noch eine Weile so machen kann. Ja, und heute wollen wir mal gucken, wie ich heute arbeite. Ich habe früher mich darauf ausgerichtet, dass ich hauptsächlich im Muskel-Skelett-Apparat gearbeitet habe, wenn Menschen im Muskel-Skelett-Apparat Probleme hatten, wenn in der Einzelarbeit Rekonstruktion nach Operationen notwendig war, dann bin ich reingekommen, auch von vielen Medizinern auch mitgenommen worden, um die Matrix, die Blaupause wieder gerade zu stellen. Also ich habe aktive Matrixarbeit bewusst gemacht. Ja, ich sehe meine Kamera, meine zweite Kamera spinnt ein bisschen, aber ich denke, das stimmt schon. Also ich habe bewusst aktive Matrixarbeit gemacht und gehe dann im Prinzip in die Vervollständigung des Bildes wieder hinein, wie der Körper war, bevor er die Verletzung erlebt hat. Und dadurch schaltet sich im Energiekörper, in der Matrix, ja, die Energie wieder frei, die notwendig ist, damit ja die Heilung besser passiert oder eben auch damit überhaupt eine Vollständigkeit im Bewusstsein wieder erreicht wird. Viele kennen von euch vielleicht jemanden, der sich verletzt hat und der da Probleme hatte, hinterher sein Gefühl wieder in diesen Bereich der Verletzung hineinzubringen. Können wir uns das so vorstellen, wenn eine Verletzung passiert und es passiert ein Unfall und hier ist der Körper und der Unfall passiert, dann haut es im Prinzip durch den Aufprall den Körper weg, dass die Matrix bleibt aber stehen. Und sehr, sehr oft haben wir dann die Problematik, dass wenn sich das nicht wieder automatisch übereinander legt und verbindet, dass das Bewusstsein in den entsprechenden Körperteilen nicht mehr so stark da ist. Das heißt, dass so eine Numbness, so eine ja, Taubheit entsteht oder zum Teil auch eine Paralyse. Und das kann man sehr, sehr gut wieder zusammenfügen in dem Augenblick, wo man das macht. Das war eine Zeit lang mein Spezialgebiet eben nach OP, um auch hier zu helfen und Energie wieder freizuschalten, weil die Energiekanäle, wenn die Matrix nicht übereinstimmt, auch nicht stimmen. Und die Energie durch die Chakren, die Nadis, die Meridiane, dann nicht dorthin geleitet wird, wo sie hin soll. Und das ist ein Riesenthema. Nur muss ich dazu sagen, ich habe mich jetzt gerade etwas aus dieser Einzelarbeit herausgenommen, weil ich eben jetzt gerade mehr Gruppenarbeit mache. Ja, das ist das. In der Gruppenarbeit bin ich spezialisiert, so wie sehr, sehr viele von euch wissen, viele von Ihnen wissen, auf die Ablösung negativ gespeicherter Emotionen. Und da komme ich schon zu dem ersten Punkt, der sehr wichtig ist. Warum ist das wichtig? Ja, weil wir heute auch schon wissenschaftliche Untersuchungen haben von der American Health Society, dass eben 80 bis 90% unserer körperlichen Probleme, wenn sie nicht durch einen Unfall verursacht worden sind, im Prinzip auf gespeicherten negativen Emotionen beruhen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass eine Emotion ein bestimmtes Schwingungsprofil hat, eine bestimmte Frequenz. Und in dem Augenblick, da wir diese Frequenz regelmäßig wiedererleben, weil wir eine bestimmte, ja, vielleicht eine Wut wiedererleben oder verärgert sind oder traurig sind, uns zurückziehen, egal was auch immer für eine negative Emotion es ist, die in einer bestimmten Frequenz schwingt und sich mit dem entsprechenden Organ oder dem Muskelgewebe verbindet, das eben gleich schwingt, also eine ähnliche Frequenz hat. Und in dem Augenblick verbindet sich die ganze Geschichte und dann sitzt das so richtig im Körper fest. Und ich denke, das können wir alle klar bejahen, wenn wir unser Leben betrachten, jedes Mal, wenn wir emotional waren, wenn wir Emotionen erlebt haben, die wir regelmäßig erlebt haben, dass sie uns in einer bestimmten Art und Weise beschwert haben. Diese Beschwerung gilt es irgendwann wieder loszulassen, weil sonst wird irgendwann der Rucksack so schwer, dass wir ihn nicht mehr tragen können und dadurch körperlich und geistig sowie seelisch schwer leiden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das wirklich regelmäßig zu machen, sich seiner Emotionen zu entledigen. Und ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang ist, in dem Augenblick, wo wir eine Emotion wiedererleben, wir uns in dem Zeitraum befinden mit unserem Bewusstsein, wo wir diese Emotion zum ersten Mal gelebt haben. Das heißt, wenn das im Alter von 2 oder 5 Jahren war, angenommen, wir haben ein Thema des Verlassenseins, immer wieder sich allein zu fühlen, verlassen zu fühlen, und wir haben dieses Gefühl, dieses Erleben zum ersten Mal in einer frühen Kindheit erlebt, dann befinden wir uns mit dem Bewusstsein, in dem Augenblick, da die Emotion jetzt stattfindet,
wieder im Alter von 5 Jahren. Und da ist fast kein Wegkommen da. Und deswegen ist es dann eben so wichtig, dass wir ja, uns lernen, uns weiter zu bewegen in diesem Bereich. Ist nicht unbedingt schwierig, wenn man weiß, wie. Das ist das, was wir mit der Serie Zurück zum Ursprung machen. Und dadurch kann man im Prinzip wieder ja, den ganzen Körper freisetzen. Das ist meine Arbeit, die ich eben in der Gruppenarbeit mache. Und da werde ich heute ein bisschen was erzählen darüber, wie das Ganze funktioniert. Weil wir wollen uns ja dieses Thema intuitive Arbeit anschauen. Was passiert da? Weil die Emotion, die in der Struktur hängt, die ist ja nicht nur ja, in meinem Kopf oder in meinem Herzen. Wenn sie dann im Gewebe noch drin hängt, ist sie ja auch in meinen Auraschichten, in meinem feinstofflichen Bereich. Das heißt, der Körper allein ist nicht nur das, was unser Dasein ausmacht. Wir sind ja auch Geist, hoffentlich. Und das andere ist, dass wir natürlich, wenn wir das Ganze betrachten, auch Seele sind. Ich habe ein längeres Studium von 5 Jahren im Bereich außerkörperliche Erfahrung und luziden Traum hinter mir, habe auch eine Zeit lang außerkörperliche Erfahrung, luziden Traum unterrichtet. Und es war sehr spannend, wenn man ganz bewusst aus dem Körper aussteigen kann und sich von außen betrachtet und dann auch ein Navigationssystem hat, mit dem man durch bestimmte Räume durchkommt, merkt man ja sehr genau, dass der Körper selbst eine, ja, die fleischliche Einheit unseres Selbst ist, dass uns der uns die Möglichkeit gibt, uns durch dieses Leben hindurch zu bewegen. Ohne den wir in dieser Realität, wie wir sie jetzt gerade hier erleben, uns ja nicht fortbewegen könnten. Natürlich als reines Bewusstsein können wir uns fortbewegen. Das wäre das, was eine außerkörperliche Erfahrung als reines Bewusstsein ausmacht. Aber das Erleben der Sinnlichkeit mit dem Schmecken, dem Riechen, dem Fühlen, dem Hören, dem Sehen in der Intensität des Lebens jetzt und hier, das geht nicht ohne Körper. Und ich denke, das ist auch der Sinn der Verfleischlichung, der Inkarnation, dass wir uns eben hier entsprechend bewegen. Nur müssen wir verstehen, dass wir ja zwar hier fleischlich sind, aber wenn wir betrachten, wie viel von uns selbst da ist, dann ist es fast nichts. Ja, wir wählen mal so einen Atomkern mit seinem Elektron auf der Umlaufbahn, schauen uns das Ganze an und erkennen, also ist reine Physik, hallo, Schule, fangen wir nochmal an, und erkennen, dass wenn wir den Atomkern auf die Größe einer Erbse vergrößern, das Elektron auf seiner Umlaufbahn 2,5 Kilometer entfernt ist. Das heißt, zwischen dem Elektron und dem Atomkern selbst, diese Elemente machen das Atom aus. Und wir sind aus Atomen gemacht. Zwischen diesem Atomkern und dem Elektron ist eine riesige Menge nichts. Also ein, ja, leerer Raum, ein Vakuum. Und wenn wir uns jetzt so betrachten, wie kann ich ein Vakuum sein, wenn ich doch so hier existiere und mich berühren kann, das liegt daran, dass das Elektron so schnell ist, dass es jederzeit von uns berührt wird. Das Ganze ist ja klitzeklein und das Ding saust rum mit 9/10 der Lichtgeschwindigkeit und deswegen jedes Mal, wenn wir etwas berühren, was solide, was fest ist, auch Wasser, dann haben wir ganz genau das Gefühl, dass wir das Elektron berühren. Und so funktioniert das mit uns. Und wenn wir jetzt sehen, was den Spin des Elektrons selbst ausmacht, dann ist das die Eigenrotation auf der Umlaufbahn. Ich zeichne das einfach mal auf. Wir werden heute einige Blätter brauchen. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Also, wir haben unseren Atomkern. Wir haben das die Umlaufbahn. Das ist jedem bekannt, das haben wir alle schon gesehen. Und hier sitzt das Elektron und saust rum und hat eine Eigenrotation. Und diese Eigenrotation, Elektronenspin genannt, die ist das, was hernach beeinflusst wird durch intuitive Arbeit, durch elektromagnetische Wellen, durch Gedanken, durch Emotionen, durch Gefühle, durch alles, was schwingt. Das heißt, wir sind im Prinzip in Verbindung mit allem, was schwingt, weil alles Einfluss auf unseren Körper hat. Nur wenn wir diese Einflüsse entsprechend nutzen, dann können wir das hier wieder so hinstellen, wie wir es brauchen, dass das Elektron kraftvoll auf seiner Umlaufbahn ist und es uns richtig gut dabei geht.
Das ist einer der Punkte, warum das, ja, warum ein bisschen Physik auch ganz wichtig sein kann in diesem Zusammenhang mit dieser Arbeit. So, wenn wir jetzt die intuitive Arbeit anschauen, dann ja, ist es im Prinzip ein Wahrnehmen verschiedener Schwingungszustände, die nicht in Ordnung sind. Und in dem Augenblick, da ich merke oder dass dann intuitiv der auch Impuls geben kann, da gibt es zwei Arten, also intuitive werden unterschieden in zwei Arten, und zwar einmal den Intuitiv, der nur spürt, der nur wahrnimmt. Und dann gibt es noch den anderen, der wahrnimmt und Impuls geben kann, dass sich etwas verändert. Und zwar entweder aus reiner Reflexion, aus dem reinen Sein heraus oder eben aus einem kraftvollen Impuls, den er gelernt hat. Das ist einfach eine Frage, wie jemand arbeitet. Wobei in der intuitiven Arbeit unterscheidet sich eins, dass von den normalen Methoden, die draußen im Markt zu finden sind, sie sind nämlich keine Methode. Eine intuitive Arbeit beruht aus reinem Sein und einem Sein ohne Idee. Also der Intuitiv hat eines zu verinnerlichen. Er weiß, dass er nichts weiß. Und er lässt sich einfach auf das, was ist, ein. Ohne irgendwie vorwegnehmen zu müssen, was jetzt wichtig sein könnte, was jetzt wichtig ist, um irgendetwas zu erreichen. Wir können ja nicht, wenn ich eine Methode gelernt habe, dann kann es sein, dass XY zu mir kommt und sagt, hey du, hör mal, kannst du mir dabei helfen? Und wenn ich in meiner Methode keine Möglichkeit habe, dann muss ich Nein sagen. Und wenn ich eventuell eine Methode denke, die passen könnte aus der Methode raus oder eine Vorgangsweise aus der Methode heraus, die aber für den anderen nicht zutrifft, weil er ja so einzigartig ist, dann habe ich ein Problem. Und dann trifft das Ganze nicht zusammen. Bitte, ganz wichtig, da draußen sind großartige Methoden. Da draußen sind großartige Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und, die richtig gut sind, die richtig tolle Arbeit machen und sicherlich sehr, sehr vielen Menschen helfen können. Also wenn da auch das eine oder andere sehr suspekt ist, aber da sind richtig gute Methoden draußen. Das ist bloß mal am Rande, weil ich will jetzt hier keinen goldenen Gral aus meiner Arbeit machen, sondern es ist wichtig, dass man das alles gemeinsam betrachtet und normalerweise auch zusammenführt. Und der Wunsch aus meinem Arbeitsbereich heraus oder aus meinem Sein heraus ist, dass wir mit Ärzten, Therapeuten, Medizinleuten, mit Heilpraktikern, mit Kliniken, Forschern, Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um die ganze Sache mehr zu ergründen, um noch mehr zu verstehen. Das war der Grund meiner vielen, vielen Reisen und das ist auch der Grund, warum wir heute dieses Video machen, einfach so auch ein bisschen, um mal ein bisschen Botschaft rauszugeben, damit mehr Menschen verstehen, was passiert hier überhaupt. Und bitte an alle, die es super genau nehmen, auch das ist sehr, sehr wichtig. Ich erkläre das ein oder andere über Modelle, weil wir ein Modell für unser Bewusstsein brauchen, für unseren Geist brauchen, das uns hilft, etwas zu verstehen. Ich erhebe keine Ausschließlichkeit auf die Vollständigkeit meiner Information, weil das ist sehr schwierig. Manche Sachen sind nicht greifbar. Also bringe ich es in eine geistige Form, sodass ihr das Ganze verstehen könnt. Und ja, hoffentlich viele andere auch. Das ist ganz wichtig, auch zu verstehen. Also gut, wir haben ja schon gelernt, Elektronenspin verändert sich durch einen elektromagnetischen Impuls oder durch Licht, Biophoton, Chi, Ki, Prana, wie auch immer wir das nennen wollen. Und in der intuitiven Arbeit wird eben genau das angeregt. Den größten Einfluss auf euren eigenen Elektronenspin habt ihr selbst. Die naheste Materie zu eurem Bewusstsein, zu eurem Geist ist euer Körper. Und ihr habt ja schon vieles erlebt, was ihr mit ihm gemacht habt. Im Positiven wie im Negativen. Ne, seid ihr gut drauf, dann sausen viele, viele kleine, ja, Schmetterlinge durch uns durch. Sind wir schlecht drauf, dann brummt's und wir fühlen uns nicht wohl. Und das ist das, was mit uns passiert. Das ist unser Bewusstsein, das einwirkt auf jede Zelle. Ist ja die Zelle selbst reagiert auf Emotionen sofort. Ich meine, wenn wir unsere DNA anschauen, jede Zelle hat eine DNA-Spirale und im Augenblick,
da wir gedrückt sind in unserer Emotion, da wir eine Depression oder einen schweren Mut erfahren, in dem Augenblick zieht sich die DNA zusammen, wie eine Autofeder unter Stress, wenn da Druck drauf kommt. Im Augenblick, wo wir entspannt sind, zieht sich die DNA auseinander. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Menschen, die ja heute in jungen Jahren schon sehr alt aussehen, sehr viel oxidativen Stress erfahren, sehr viel freie Radikale im Prinzip die Zellen zerstören und dann auch ja, das Alterungsprozess beschleunigen, weil die Leute nicht entspannt sind und ständig übersäuert, weil die DNA sich dadurch zusammenzieht und eben auch die freien Radikalen auf der Suche nach einem Opferstoff, die wollen sich verbinden, das ist wie Magnetismus, wie Kanonenkugeln durch den Körper schießen und die DNA dadurch leichter zerstören können, weil da weniger Lücken, weniger freie Räume sind. Und im Augenblick, wo jemand entspannt ist, zieht sich das Ganze auseinander, es macht mehr auf, es ist mehr Freiraum da und die Verletzungen, die durch freie Radikale entstehen können, die sind weitaus weniger. Und wir alle kennen Menschen, die richtig locker, richtig gut drauf sind und dadurch auch sehr jugendlich sind, sehr jugendlich wirken. Und das ist immer sehr schön zu beobachten. Also nochmal ganz wichtig, ihr seid Schöpfer eures eigenen Erlebens, eures eigenen Seins im Körper. Nur manchmal brauchen wir einfach Assistenz, die uns hilft, dass wir ja wieder in Fahrt kommen, dass es uns wieder besser geht, weil wir uns eben ja den ein oder anderen Mist aufgeladen haben oder das ein oder andere nicht mehr so funktioniert. Und dann könnt ihr Methode wählen oder eben auch die absichtslose Arbeit der intuitiven Arbeit. Und wenn wir jetzt einfach mal eine Erfahrung machen, dann ja, ihr seid jetzt sind 100 Leute hier im Chat drin oder 100 Teilnehmer heute Abend da. Das ist eine wunderbare Zahl. Dann lasst uns doch mal schauen, was da passiert, wenn man intuitive Impulse gibt. Und ich erkläre hernach, was mit diesem intuitiven Impuls passiert. Also lade ich euch einfach mal ein, euch jetzt selbst wahrzunehmen. Das ist jetzt so ein Moment, wo wir einfach in Aktion gehen. Ja, seid mal da, spürt eure Atmung, spürt eure Schwere, euer Gewicht, spürt eure Laune, spürt euer, ja, euer Zellgewicht, wie sich das Gewebe anfühlt. Seid ihr sauer, seid ihr leicht? Wie fühlt ihr euch grundsätzlich? Nehmt mal Bestand auf. Das nenne ich immer Bestandsaufnahmen. Wenn ihr ein paar Meter gehen wollt, dann lauft ein paar Meter, fühlt euch im Gewicht, spürt einfach, wie das Ganze sich anfühlt. Meine Aufgabe ist es jetzt euch und auch die Teilnehmer, die morgen oder übermorgen das Video ansehen, wahrzunehmen und einen Impuls zu geben, dass es sich anders anfühlt. Und die Absicht ist natürlich, dass es sich besser anfühlt. Ich gehe mal davon aus, dass wir sehr viele dabei haben, denen es gut geht und wir jetzt einfach mal Impuls setzen. Also warum sage ich wir? Weil euer Bewusstsein die Öffnung hat, mir zu zeigen, was ihr braucht, ohne dass ich wissen muss, wie ich da rankomme und wie ich damit arbeite. Ich mache jetzt was mit Sound und Stimme. Jetzt erkläre ich euch nachher noch, was da genau passiert. Amare deras marachalai monam edish moye ze gay delay 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 mam moy afanam afanam desh malai desbora alayarake engine ye engine naya doma khware obosh moye ji adai je jemayane eve yedeke yemai eibarei So, dann bewegt euch nochmal, spürt mal rein, was da
passiert ist, gerade in dem Moment, was es mit euch macht. Und wenn ihr wollt, teilt es gerne. Ihr könnt es gerne auch kurz in den Chat hineinnehmen. Seid nicht schüchtern, ihr werdet nicht gefressen. Also verändert sich was. Na, was war vorher, was ist nachher? Einige von euch berichten über Entspannung und Leichtigkeit. Das ist nett. Manchmal ist es auch etwas ungewohnt, dann kommt vielleicht auch ein bisschen ja, eine Angst auf. Was passiert mit mir? Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Alles ist im Fluss. Alles ist gut. Also wenn ich jetzt die Arbeit beschreiben würde, wenn mich heute jemand fragt, was machst du? Ja, ich bin ein intuitiver Empfänger und Sender von Informationen. Also ich nutze dann Sound, Stimme, Bewegung und Reflexion, um das Ganze wieder in einem Zustand der Absichtslosigkeit zu übertragen. Warum ist das wichtig? Warum benutze ich Sound? Warum benutze ich Stimme? Das hat einfach den Hintergrund, weil ja, Stimme ist Frequenz. Und diese Frequenz, diese Stimme macht im Prinzip etwas. Das ist eine alt druidische Seelensprache, mit der die Druiden früher bestimmte Zustände besungen haben. Ja, genau so wie eben der Schamanismus das heute auch noch nutzt. Das heißt, es gibt drei Benefits aus der ganzen Gesangssituation, aber in erster Linie ist es ganz wichtig für euch, dass wir erstmal über das Thema Absichtslosigkeit sprechen. Weil was passiert denn in dieser Absichtslosigkeit? Die Problematik ist, wenn wir heute etwas machen möchten, um etwas zu erreichen und wir geben zu viel Absicht rein, wir die Energie im Platz halten. Das heißt, ich habe eine bestimmte Absicht, diese Energie, die ich jetzt hier habe, hier hinzubekommen. Möchte die Energie darüber bekommen. Und zwar an diesem Platz. Ich möchte, dass da etwas passiert. Die Problematik ist aber, dass wenn wir hier diesen Weg betrachten, wie er ist, der oftmals ja, eine Barriere hat, wo das Ganze nicht durchgeht. Das heißt, ich habe die Absicht, hier etwas zu verändern, aber ich komme nicht durch. Und die Absichtslosigkeit, die hinter dieser Arbeit steckt, öffnet den Raum, dass die Energie nicht direkt gehen muss, sondern dass sie eventuell so rum hierher kommt. Oder so. Es ist vollkommen egal. Wir müssen im Prinzip die Absicht herausnehmen, damit sich die Energie oder die Information den Weg sucht, den sie intuitiv oder instinktiv sich nutzt, um das zu erfüllen, was wir uns wünschen. Und da ist die Krux an der ganzen Geschichte, weil in dem Augenblick da zu viel Wille in der Arbeit drinsteckt, dann geht das Ganze überhaupt nicht mehr gut. Also, ich denke, das ist sehr verständlich dargestellt. Über das Thema Absichtslosigkeit nichts zu wollen, einfach nur zu sein, nur da zu sein. Ohne irgendein Urteil, ohne irgendeine Idee, ohne irgendein bestimmtes Ziel. Wir haben ein Ziel festgelegt, was wir erreichen wollen. Aber danach muss ich das Ziel rausnehmen. Dann geht das Ganze durch. Und die Problematik ist, dass ich mich limitiere in dem Augenblick, da ich zu viel Absicht hineinlege. Weil ich ja dann mehr oder weniger einen direkten Weg gehen möchte. Das ist genauso, wie wenn ihr ja heute einen Papierflieger schmeißt. Ihr wollt ihn fliegen sehen, ihr wollt erleben, was da passiert.
ihr schmeißt einen Bumerang. Der kommt von alleine wieder zurück, wenn man das entsprechend macht. Dann gibt man eine Absicht rein, das kommt zurück und das fließt wieder zurück. Mal ganz kurz am Rande, damit dieser Chat in die Ruhe kommt, was Technik betrifft. Wir geben eine Aufzeichnung raus und das ist etwas, was ihr danach dann auch ansehen könnt. Braucht euch keine Gedanken machen. Wenn das jetzt heute Abend mit der Technik nicht so klappt, dann kommt in die Ruhe hinein. Ihr bekommt die Aufzeichnung relativ schnell gesendet. Wir werden dieses Video schnell raussenden und dann werden wir nochmal ein spezielles Video dazu machen. Also deswegen kein Problem. Entspannt euch. Ihr werdet die Informationen nicht versäumen. Also gut. Und wenn ihr jetzt nicht mehr die Möglichkeit habt, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Aber kommt in die Ruhe rein. Alles ist gut. Passt. Also, Absichtslosigkeit, einer der Hauptpunkte, weil Absichtslosigkeit am Verstand vorbeigeht. Wenn wir den Verstand zu stark einsetzen, dann sind wir fixiert. Und diese Fixation, die hält uns in einem bestimmten Raum und gibt uns keinen Platz, uns frei zu bewegen. Aber wir brauchen diese freie Bewegung. Es gibt auch der Energie keinen Platz der freien Bewegung. Wir brauchen diese Freiheit, damit sich es von allein erfüllt. Das habt ihr, vielleicht habt ihr mal mit Bärbel Moors Wunscherfüllungsbüchlein gearbeitet, Bestellung beim Universum. Wer das probiert hat, hat gemerkt, ja, wenn ich die zu starke Absicht habe, dann fließt das nicht mehr, dann geht das nicht mehr. Genau. Und ganz wichtig, was Edeltraud schreibt, wir schneiden uns von den Potenzialen und Möglichkeiten ab, die in dem kompletten Quantenfeld, Informationsfeld enthalten sind. Das heißt, wenn meine Absicht zu klar ist, muss eine bestimmte Klarheit am Anfang haben, um sie dann freizusetzen. Aber wenn die Absicht zu klar ist, dann beschränke ich mich auch. Ich beschränke mich eventuell auch oder ich verneine mir eventuell auch bessere Möglichkeiten. Das, was ich mir denke und was ich in die Absicht hineinlege, kann sehr gut sein. Es kann aber sein, dass da noch viel mehr drin ist. Und das ist wichtig, dass ihr euch da ja freisetzt. Und das ist das, was die intuitive Arbeit in erster Linie ausmacht, dass da überhaupt gar nichts geplant ist. Und ihr seid da, ich nehme wahr und dann geht's los. Genau. Wichtig ist, dass wir ganz klar alle beiden Aspekte in die Arbeit hineinpacken. Das heißt, wenn wir heute diese Sache angehen, dass das Ganze sanft und leicht geschehen darf. Klarheit ja, aber sanft. Weil sonst nur noch der Verstand dabei ist und der Verstand versucht zuzuordnen. Und dem Augenblick, wo ihr das tut, seid ihr in einer Bewertung drin. Und die Bewertung hält die Energie wieder im Platz. Das heißt, so ist es und ich will die Bestätigung meiner Bewertung. In dem Augenblick, wo ihr Bewertungen lebt, erlebt, das ist etwas, was wir jeden Tag tun, halten wir im Prinzip das Leben so im Platz, weil wir die Bestätigung für unsere Bewertung wollen. Und dadurch erfüllen sich die Dinge nicht so leicht. Das ist auch wichtig, wenn wir jetzt unsere Arbeit anschauen oder die Arbeit mit zurück zum Ursprung anschauen, um mehr Wirkung zuzulassen, ist es wichtig, mal bewertungsfrei zu werden, mich aus dem Geist rauszulösen, in die Beobachtung hineinzukommen. Nur noch zu beobachten und zu gucken, was passiert gerade, was ist los, ohne dass ich mir jetzt irgendwelche Gedanken über irgendetwas mache. Und in dem Augenblick läuft das viel, 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 viel leichter durch, weil ihr mehr Raum gibt. Also das ist einer der Punkte, zum Beispiel in mehr Wirkung zulassen, der ganz wichtig ist. Ich mache mit euch was oder ich arbeite mit euch, ihr spürt plötzlich was, oh, boah, jetzt zieht es mir aber in die Hüfte. Und dann ist es wichtig, das zu beobachten. Nur zu beobachten. Weil das läuft dann durch. Ja, die Information, der Körper, die Emotion und die Information im Gewebe, die gehen nochmal hoch. Das ist wie eine Erstverschlimmerung bei der Homöopathie. Da fährt der Körper nochmal hoch und erkennt, ah, guck mal, jetzt, das kann ich jetzt trennen. Und dieses Trennen, diese Ablösung von Bewusstsein und Zustand, das ist wie wenn ich etwas auseinanderziehe. Deswegen kann es passieren, manchmal bei vielen ist diese Lösung ganz leicht, wie ein Hauch. Aber bei einigen ist das wie wenn ich was auseinanderziehe, wie wenn einer sich die Haare rausrupft, könnte man vergleichen. Ne? Also der Körper wäre der Zustand, die Haare das Bewusstsein, dann zipst das mal eben. Und das ist das, was dann manchmal kurz kommt und das gilt es dann zu beobachten. In dem Augenblick, wo ich das beobachte und loslasse, ist das ganz schnell vorbei. Also sehr, sehr wichtig.
In der Arbeit mit der Gruppe ist es nochmal anders, weil in der Einzelarbeit war es früher so, dass man sehr, sehr, ja, klar mit der Information des Einzelnen gearbeitet hat. In der Gruppe ist es nochmal interessanter, weil man ein ganzes Buffet, eine Bandbreite von Informationen vor die Gruppe stellt. Das heißt, wenn ich mit euch singe, Es mei chepe tafen yeti ane ke patia sa Boha de pe ala la yupa. Eja meja naya de ratan. Jeder Ton, eine eigene Information und es ist wie ein Buffet. Und dieses Buffet ist angerichtet für euch. Und jede Schwingung bedeutet etwas anderes und ihr könnt durch euer Unbewusstes, nicht durch das Bewusste, durch das Unbewusste und euren Körper, weil der ist super schlau. Holt ihr euch ab, was euer Körper, euer Bewusstsein braucht, um die Sache zu trennen. Das heißt, der Ablöseeffekt entsteht durch ja, die Stimme, den Ton, die Bewegung als Ganzes, wo ihr euch die Teile rausnehmt, die für euch stimmen. Und das macht es für denjenigen, der mit euch arbeitet, meines Erachtens leichter, weil es ist leichter, eine Bandbreite zur Verfügung zu stellen, wie ja mit einem Werkzeug wo durchzugehen. Versteht ihr? Das ist das Werkzeug selbst, das wählt ihr. Dann brauche ich das nicht tun. Das ist ein anderer Verantwortungslevel in dieser Arbeit und in dem Augenblick, wo ihr eure Verantwortung übernehmt und sagt, ich öffne mich diesem Prozess, holt euer Bewusstsein genau das raus, was es rausholen kann. Dann braucht es auch sich nicht sorgen, ob jetzt irgendein Übergriff durch den intuitiv entsteht, weil der tut lediglich die Bandbreite aufmachen. Jemand anders, der zu einem Mentalist geht, der mit Hypnose arbeitet, der unterliegt dem Einfluss des Hypnotiseurs. Hier unterliegt ihr eurem eigenen Einfluss, des eigenen Unbewussten, das sich nimmt, was es braucht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Da ist kein Übergriff und keine Manipulation in dieser Arbeit. Das ist einfach nur das Sein. Ja, es ist ja absichtslos. Interessanter Aspekt. Also auch hier befindet ihr euch sehr klar in einem sehr stark geschützten Raum, der dafür sorgt, dass ihr das bekommt, was ihr braucht. Ja. Und was passiert jetzt mit diesem Sound? Das wollen wir uns mal anschauen. Wenn der Sound so durchzieht und durchwirkt, was passiert hier? Was sind drei Möglichkeiten? Ich muss mal hier aufpassen, dass ich das auch richtig mache. Also, die erste Möglichkeit, ne, das Handy geht immer auf, das geht doch nicht. Die erste Möglichkeit am Sound ist ganz klar, dass er im Prinzip Felder öffnet. Wir haben verschiedene Hirnfrequenzen. Wir haben die Hirnfrequenzen fangen an mit Delta, gehen dann über zu Theta, Alpha, Beta, Gamma. Das sind Bewusstseinszustände. Und wie wir geboren wurden, dann waren wir noch richtig tief im Delta-Frequenzband, so bis zu 2 Jahren und sind bis zum 7. Lebensjahr sehr stark verhaftet gewesen in Delta und Theta. Delta, Theta ist voll unbewusst. Das Unbewusste ist komplett offen und nimmt jede Information komplett auf. Und das ist genau das, was ich mit euch mache in dem Bereich der Stimme. Das heißt, ich gebe euch einen Impuls, dass euer Theta-Feld wieder aufmacht, dass die Frequenzen des Theta mehr von eurem ja, Hologramm hier oben, eurem Bewusstsein aufmachen, um tiefere Schichten zu erreichen. Einerseits etwas reinzunehmen, was ihr vergessen habt, durch euch selbst, euch zu erinnern, andererseits aber auch abzulösen. Das heißt also, der Sound geht in erster Linie mal auf die Frequenz. Also. Das ist das, was er tut. Theta-Frequenz. Habt ihr gerade gehört? Das macht was mit euch. In dem Augenblick,
geht ihr in eine andere Tiefe hinein und es wirkt sehr, sehr schnell extrem entspannt. Ihr seid in Theta sehr, 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 sehr oft, wenn ihr Tiefschlaf habt und in der Traumphase seid. Manchmal wisst ihr vielleicht nicht, dass ihr träumt oder geträumt habt nachts, weil ihr zu wenig Energie habt. Aber grundsätzlich träumt jeder von uns. Sogar jetzt im Wachbewusstsein läuft ein Kanal die ganze Zeit und haut uns Informationen ins Bewusstsein hinein. Nur nehmen wir es nicht wahr, weil wir nicht geschult sind, das Ganze wahrzunehmen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, was hier passiert ist, dass wir durch den Sound im Prinzip ein Schlüssel-Schloss-Prinzip haben, das Türe und Tore öffnet. Wenn wir uns Bewusstsein einmal anschauen, dann sagen wir immer Bewusstseinsfelder, ein Feld der Erinnerung, ein Feld der Wiederholung ist angelegt wie in Seifenblasen. Man kann uns das so vorstellen, ja, Felder. Können uns das auch wieder so vorstellen, wie wenn Seifenblasen hier aneinander dran sind. Auch hier nämlich benutze ich jetzt das Modell des Quantenschaums. Und wenn zwei Seifenblasen so nebeneinander sind, wir kennen das noch von diesen Seifenblasen, die wir früher selbst geblasen haben, dann haben wir eine Schnittfläche. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein bestimmtes Bewusstsein in einer Seifenblase ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal das Extrem nehmen, wir haben hier Wut und hier haben wir Freude. Vom Feld her, dann, wenn ich hier hineinwechseln will, muss ich durch diese Schnittfläche hindurchkommen. Und das ist, was der Sound auch macht. Er öffnet im Prinzip die Schnittfläche, dass ihr von einem Bewusstseinszustand, von einem Bewusstseinsfeld in das andere Feld wechseln könnt. Ohne dass euch das bewusst sein muss, wie ihr das tut. Lediglich der Impuls ist notwendig, dass ihr hier ganz leicht hineingeht. Und das ist das, was dann geschieht. Dass ihr rutscht hier rüber, ganz leicht, ganz sanft. Und das wird gleichzeitig bearbeitet und betrachtet. Auf einer unbewussten Ebene. Ist es nicht mehr notwendig? Kann ich es gehen lassen? Ist es noch notwendig? Bleibt es noch da? Musst du es nochmal machen? Aber ihr geht durch den Sound in ein Feld hinein. Wir können das jetzt einfach mal probieren. Seid mal so gut und gebt mir auch Impuls. Erlebt ihr irgendeine Negativemotion oder hat euch irgendwas gewurmt? Ja, warum jetzt nicht in die Politik gehen oder sonstiges, aber irgendwo findet ihr garantiert etwas, was euch diese Woche, letzte Woche genervt hat. Und dann gebt mir Übergriff. Ja, nicht schön. Oh, alle kaufen für Weihnachten ein. Ah, oder was auch immer war, was ihr gemerkt habt, was euch ja beeinträchtigt habt. Ja, dann schaut mal, wenn ihr das findet, was mit dem Nachbarn ist, oder wenn ihr eine Disharmonie im Streit in der Familie habt, oder wenn du dich nicht gesehen fühlst, wenn ihr die Naivität der Menschen, der Mitmenschen merkt oder eine Folterverspannung habt, was auch immer gerade in eurem Leben geschieht, betrachtet das mal und schaut mal, welche Emotion das mit euch macht. Also welche Emotion taucht hier auf, wenn ihr ja in diese Geschichte hineinguckt? Also da ist schon mal die Wut. Und vielleicht wird der ein oder andere traurig sein. Resignation. Zorn, Trauer, Enttäuschung. Ich möchte, dass ihr diese Emotionen spürt, weil ich zeige euch mal, wie wir über Ton das Feld wechseln. Okay, ihr braucht es nicht mehr alle reinschreiben, aber könnt ihr euch gut vorstellen, das sind Emotionen, die sind da und wir gehen über den Sound in ein anderes Bewusstsein hinein. Bitte, es ist wichtig, heute haben wir hier ein Vorstellungsseminar dieser Arbeit. Das ist nicht vollständig in der Wirkung. Aber ihr werdet merken, ihr werdet in ein anderes Bewusstsein hineinwechseln mit der Stimme, mit dem Ton. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr versteht, das hat heute nicht den Vollständigkeitswert, wie zum Beispiel eine Serie zurück zum Ursprung oder sonstiges. Also ganz wichtig. Okay, also seid da. Marsha, sind wir eine Hilde, war.
Aber der EJ. Ademanai, Barasmoramoi Jenei Chalaide Eisaban, Avorei Dijamonai. Afanam Anomo Wachalei Jesomai Di, Eferei Jenei Shekela Hadimo, Barihaboi Dichale, Eres Monajan, Dana, 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 Dayavoi Dechaileibis, Efuye Kui. Ashama Yesukuele Meren Berenana Yahmo Amahawe De Sanaide Afori Afori Shekwin Saman Sharai Dahmo Moyan Afala Da. So, dann spürt mal rein. Merkt ihr, wie ihr leer werdet? Und wie das egal wird? Entschuldigung. Das ist wichtig. Und so merkt ihr, dass Stimme, Ton im Prinzip euch hineinführt in einen anderen Zustand. Eine gute Möglichkeit. So, und dann haben wir den dritten Punkt, der mit der Stimme auch noch passiert, nämlich in dem Augenblick, da wir in ja, Struktur hineingehen. Und das möchte ich jetzt euch auch noch zeigen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt mal den Frequenzwechsel im Gehirn, das macht auf. Da ist richtig viel los. Dann gehen wir durch Felder hindurch. Und wenn es um bestimmte richtig tiefe Themen geht, wie wir zurück zum Ursprung behandeln, dann gehen wir durch die Felder in einer Navigation durch. Das heißt, wir gucken, dass wir uns da entsprechend durcharbeiten, um an einem bestimmten Punkt hinzukommen. Und jeder sucht sich seinen eigenen Weg durch den Ton. Das ist ja das Interessante. Das ist der Punkt der Absichtslosigkeit und auch dieser Vielfältigkeit, dass der Einzelne, die Einzelne sich ihren Weg suchen über die Stimme, über den Gesang. Es braucht aber diese Öffnung. Und das ist das. Ja, das ist das. Und jetzt kommt noch das andere, nämlich Struktur öffnen. Struktur öffnen. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Struktur betrachten, und das sind jetzt lauter so kleine Knötchen, dann ist in diesem Knötchen manchmal die Emotion verhaftet. Das heißt, es hat sich etwas hier hineingesetzt. Und es will nicht raus, weil man die Struktur noch nicht geöffnet hat. Das heißt, wir müssen über die Stimme die Struktur aufmachen. Und ihr kennt es, wenn ich in den Obertonbereich hineingehe. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeinen Schmerz habt, wenn ihr etwas erlebt, was euch jetzt gerade behindert in eurem Sein. Jetzt könnt ihr es auch nochmal reinspüren, nützt das aus jetzt gerade. Spürt mal hinein, wie fühlt sich euer Körper? Zwickt und zwackt da irgendwas? Habt ihr irgendwo einen Stress drin hängen? Habt ihr irgendwo eine Emotion drin hängen, die euch behindert in eurem Sein? Die Frage, die gestellt wird, wie lange das anhält, das hält, je nachdem, wie tief man das Ganze aufgemacht hat, bis ewig an. Dann eine Frage dessen auch des eigenen Bewusstseins. Also, dann nicht kontrollieren, Salome, sondern einfach mitgehen. Dann geht die Übelkeit wieder raus. Verdammt, du machst mal keine Liste.
Lemai, Tekeji. Das hat was mit Kontrolle zu tun. Nicht das Kontrollieren, was wir gerade machen. Wenn du kontrollierst, dann kann es sein, du stellst dich ins Abseits und die Frequenz belastet dich. Auch für den Kopfdruck. Ganz wichtig. Also, wenn ihr jetzt das merkt, was mit euch gerade passiert, dann nehmen wir das jetzt raus. So, wenn ihr eure Erfahrung habt im Körper, wie sie sich jetzt anfühlt, ob ein Knie zwickt oder ein Ellbogen, eine Schulter oder vielleicht Spannung hinten in der Wirbelsäule drin ist, was auch immer es ist, Sound öffnet die Struktur. Das heißt, wenn die Emotion verhaftet ist, dann machen wir die Cluster aus, sodass das Ganze danach raus kann. Das Bewusstsein verlässt. Ein ganz wichtiger Punkt in dieser Arbeit. Also auch hier nochmal, hört einfach mal hin. Ebara hidishen momo hetekele. Afaramba yisa moi shaken she boi. Arman namai nanas moi jay. Baras bala la la in the man. Abo boi dech ma manere jeresa ye dekwe. Afaiji, afaiji, afaiji ma moi halan. Eres pekweji je shele, chekele, chekele, jemayo. Bei. Darash manai baras barai ji maya khala e dei dei seija 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 ba a seija seija seiji e yam fere de khala mone kwe ji jei sai de yanam baraya. So, spürt nochmal. Ihr müsstet merken, dass ihr eine andere Erfahrung macht gerade. Das geht sehr schnell. Moment. It is said, I never quit a lady he, a former Yahoo in the century. J jalach, J jalach ma ne marne. J jalach ma ne bakwela sabayji. A formo. Nechre. In meiner Arbeit lege ich größten Wert auf die Arbeit mit der Wirbelsäule. Dass die Wirbelsäule sich aufmacht und öffnet. Das werden wir jetzt auch heute noch machen, dass die sich weiter aufmacht und öffnet. Weil in dem Augenblick, da das Nervensystem in der Ruhe ist, im Prinzip eine andere Kommunikation im Körper anfängt abzulaufen. Wenn ihr also am Anfang vielleicht nervös wart, was passiert hier und was ist da los? Und plötzlich kommt ihr in einen tieferen Zustand hinein. Dann wundert euch nicht, wenn ihr plötzlich einfach einen anderen, ja, wie so einen anderen Aggregatzustand habt. Eventuell schwerer werdet und eventuell sehr müde werdet. Diese Müdigkeit ist nichts anderes wie ein Anzeichen, dass euer Gehirn mehr auf Theta schaltet. Und dann ihr, wo ihr euch ja normalerweise im Theta, im Tiefschlaf befindet, jetzt im Prinzip so ein bisschen am Wegnippen seid. Das ist ein ganz normaler Zustand in dieser Arbeit. Da braucht ihr euch nicht wundern. Genau. Es
Das Interessante war, dass wir ja jetzt die ganze Sache so aufgenommen haben, dass die Arbeit raum- und zeitunabhängig wirkt. Das heißt, das, was wir früher live machen mussten, können wir heute auf Video speichern, wenn man nämlich in die Verbindung hineingeht mit zukünftiger Audience. Das heißt, man muss ja wirklich in einen tiefen Zustand hineinwechseln und den Impuls der zukünftigen Audience mit rausnehmen. Und dann wirkt das Video raum- und zeitübergreifend. Das heißt, jemand, der das morgen schaut, der kann es nochmal anschauen und es wirkt auf den jeweiligen Zustand, den man jetzt hat. Also wenn ihr heute etwas erlebt habt und sagt, ja, jetzt habe ich mich gerichtet, verletzt euch eventuell und ihr guckt das Video in 2 Jahren nochmal an, dann werdet ihr merken, das wirkt wieder auf den entsprechenden Zustand, den man in 2 Jahren hat. Oder eben auch Menschen, die erst in 2 Jahren dazukommen, die haben genau dieselbe Erfahrung. Das ist wirklich etwas, was wir geschafft haben, dass wir es so aufnehmen können. Da sind wir sehr froh drüber. Wir haben auch gemerkt, dass sehr viele Teilnehmer im Videokurs tiefere Erfahrungen machen wie in der Live-Session, weil da zu viel Aufregung da ist. Ah, da will ich auch noch mitschreiben und ich bin doch gar nicht so tief dabei. Ihr seid ja jetzt auch hier live dabei, aber gerade in den Videokursen, wo ich mich total in der Ruhe befinde, da habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch richtig gehen zu lassen. Da braucht ihr nichts kontrollieren, ihr seid nur am Gucken. Und in dem Augenblick ist die Öffnung größer. Und es ist mehr Bewusstsein. Mit jedem Teilnehmer kommt mehr Bewusstsein in die Methode, in das Tun oder in die Art der Arbeit, ins zurück zum Ursprungsfeld. Auch heute geht es so viel leichter wie da, wo wir angefangen haben. Ich habe das Ganze vor ca. 12 Jahren angefangen, über Live-Sessions mit Großgruppen, bis 5000 Menschen. Und dann habe ich, mehr oder weniger am Anfang hatte ich noch Schwierigkeiten. Später ging das richtig los und dann haben die zu 99% aufgemacht. Dann hat man so ein paar Zweifler drin, aber wenn bei 100 Leuten 2, 3, 4 Leute dabei sind, die sagen, Mensch, ich habe jetzt keine Erfahrung gemacht, dann hat das Gros was erlebt, dann ist das kein Problem. Dann wird man natürlich auch sehr sicher in Auftreten mit seiner Arbeit. Ich bin, weil die Frage aufkommt mit Theta oder sonstigen Frequenzen, mein Gehirn wurde vermessen im Institut für Gehirnforschung und Kommunikation in Stuttgart. Ich habe Theta, Delta bis Gamma auf beiden Hemisphären die ganze Zeit komplett synchron. Das heißt, es gibt keine Frequenz, die nicht da ist. Sie sind alle vollkommen vorne. Also ich brauche nicht switchen, sondern ich bin die ganze Zeit da, wo ich sein will. Es ist wie wenn ich in der Bewegung bin und entsprechende Felder nutze, die hier im Gehirn zur Verfügung stehen. Das ist auf jeden Fall der komplette Kortex am Arbeiten. Und das ist etwas, was übrigens auch passiert durch diese Arbeit, die wir machen, dass euer Gehirn wieder aus dem Flucht- und Kampfreflex rauskommt und dadurch im Prinzip sich in ein Wohlfühlen hineinbewegt. Und wenn wir einen Otto-Normalverbraucher heute betrachten, dann ist der sehr, sehr, sehr viel im Flucht- und Kampfreflex. Dass diese Reizüberflutung, die wir in der Gesellschaft heute erleben, ja genau, mein freudscher Versprecher richtig gemacht, genau, also die wir heute erleben, die sorgt dafür, dass wir im Prinzip aus dem hohen Alpha-Beta-Bereich nicht mehr rauskommen, also der hohe Alpha-Bereich übergehend in Beta ist Flucht- und Kampfreflex, Gamma wird dann wieder in einen anderen Zustand hineingehen, in dem tibetische Mönche zum Beispiel sehr, sehr viel arbeiten. Und ja, wenn wir in diesem Flucht- und Kampfreflex drin sind, dann haben wir ein Problem, weil unser Blut fließt hauptsächlich in die Peripherie, in den Kopf, in die Arme und in die Beine, weil wir ja rennen oder kämpfen sollen und die Organe selbst bekommen gar nicht mehr so viel ab und unser Gehirn verbraucht gerade, weil wir so viel denken in diesem Zustand, ein Großteil der Energie, es verbraucht ja schon 25% unserer Energie in der Ruhe. Und wenn wir jetzt im Stress sind, könnt ihr euch vorstellen, da geht bis zu 75% der Energie drauf, allein für die Denkprozesse. Und das ist nicht unbedingt sinnvoll. Denn diese Energie steht im Körper nicht mehr zur Verfügung. Und ja, das muss man dann eben auch irgendwann mal beginnen abzulösen, sodass wir eben in diese Ruhe hineinkommen. Ja, das geht auch bei Traumaheilung, aber das ist halt dann immer eine Frage dessen, was eben für ein Trauma da ist. Wie gesagt, heute haben wir nicht die Zeit, auf die individuellen Fragen einzugehen. Aber grundsätzlich, das geht bei Traumaheilung auch. Ja, genau. Wichtig
ganz klar, ne, dass ihr zeitlos im Prinzip Informationen zur Verfügung bekommt, mit der ihr ganz leicht umgehen könnt. Ja, diese Videos, die wir aufnehmen, stehen grundsätzlich später zur Verfügung. Wir werden das dann als Aufzeichnung noch einmal nach außen bringen. Wichtig auch, ich versuche euch Modelle zu geben, und jetzt ist mal meine ganz klare Frage an die Gruppe, die da ist: War das, was ich bis jetzt erklärt habe, relativ klar, sodass ihr über diese Modelle versteht, okay, was passiert hier überhaupt? Das ist so ein wichtiger Punkt, weil wir machen das Video auch eben, um dem einen oder anderen das zur Verfügung zu stellen, dass sie verstehen, warum man überhaupt sich auf sowas einlassen könnte. Weil ja, wir haben ja viel zu wenig Informationen über diese mehr oder weniger Arbeit da. In der intuitiven Arbeit geht es aber nicht nur um Emotionen. Es geht nicht nur um die körperliche Situation. In erster Linie geht es um Energie. Es geht ja darum, dass wir uns energetisch wieder freischalten, sodass die Meridiane, die Chakren, die Nadis alle wieder funktionieren und im Prinzip das Ganze so öffnen, dass so viel Energie hineinfließt oder das Hauptchi, unsere Sexualkraft, das Hauptchi Ki Prana, wieder so stark in den Körper fließt und sich im Körper verteilt, sodass wir einfach ganz leicht, ohne Aufwand, ohne sich zu verrenken, in unseren eigenen Platz hineinkommen. Also die Absicht hinter dieser ganzen Geschichte, und das ist meine persönliche Absicht, das ist mein Why, warum ich das mache, ist euch zu helfen, dass ihr einfach euch lebt. Geht es nicht darum, dass ich bei dem einen oder anderen Zwickerl unbedingt helfen will oder irgendeine bestimmte Behandlungsmethode rausarbeite oder sonst was, sondern in erster Linie geht es darum, ich wünsche mir für jeden Menschen, dass er seinen Lebenssinn, das, was ihn ausmacht, mit voller Inbrunst leben kann. Das geht aber erst dann, in dem Augenblick, da ich mich selbst öffne und die Energie wieder richtig fließen kann, sodass ich an meine tiefsten Ressourcen rankomme und mich nicht erschöpft fühle über das, was mich ausmacht. Und sehr viele Menschen haben noch nie darüber nachgedacht, was sie überhaupt ausmacht, weil sie sich im Prinzip der Gesellschaft ergeben haben. Jetzt hier Julia Weber fragt, was ist das mit dieser altruidischen Frage? Das ist das, was mich ausmacht. Ich kann nur sagen, ich habe diese Sprache benutze ich, seit ich Kind bin. Und ich singe schon seit meiner Jugend oder seit meiner Kindheit in dieser Sprache unter der Dusche oder weiß Gott wo. Man hatte das nie verstanden, warum das so ist. Aber irgendwann kam ich dann eben über den luziden Traum und die außerkörperliche Erfahrung in die Information hinein und sagte, da ist eine Erinnerung an vorige Inkarnation, wie man mit Energie arbeitet. Das heißt, ich nehme über den Ton die Energie und gebe ihr den Impuls. Das heißt, das kann ich sehr gut steuern und auch lenken. Das will ich aber in der Arbeit mit euch nicht. Das ist ja diese absichtslose Arbeit. Wenn man aber etwas Bestimmtes erreichen will, wenn man etwas sehr Klares erreichen will, um eine Absichtslinie reinzulegen, dann nutze ich das auch mal, aber nur in meinem eigenen Alltag, um Energie entsprechend zu leiten. Das heißt, ich weiß, dass eine bestimmte Frequenz die Energie in eine bestimmte Richtung leitet oder führt oder katapultiert, je nachdem, welche Absicht dahinter liegt. Und das Ganze funktioniert, indem ich Verbindung aufnehme mit meinem Sexualchakra und die Energie vom Sexualchakra, also vom Kreativzentrum, nach oben nehme, über bestimmte Kanäle, das würde jetzt zu weit führen, über das Herz gehen lassen, um den Ausdruck des Herzens mitzunehmen und dann über meine Stimmbänder nach außen gebe. Jetzt rede ich zu viel, mal einen Schluck nehmen. Das heißt, die Idee der Absicht, wenn eine Absicht genutzt wird, kommt aus dem Sexualchakra, aus unserem Kreativzentrum. Problem in unserer Gesellschaft, das ist ja auch das Zentrum des Feuers. In unserer Gesellschaft natürlich ganz schwierig, weil wir viel zu wenig Feuer haben. Ja, die meisten Menschen haben ihr eigenes Feuer nicht mehr in sich. Jetzt haben die schon noch, aber sie kommen nicht ran.
Oder es guckelt so auf halber Flamme und das ist natürlich auch nicht unbedingt das Richtige, sondern es muss richtig da sein. Und darum geht es halt auch, ne? Dass wir so richtig die Energie hochziehen, aufbauen und nach außen geben. Und jetzt spürt euch mal, wenn ich euch zeige, ohne Ton, ohne irgendetwas zu tun, was da passiert. Wenn ihr was gespürt habt, könnt ihr es jetzt schreiben. Spürt euren Körper. Merkt ihr, wie der Körper anders schwingt? Spürt mal hinein in euer Gewebe. Und das brauche ich jetzt nicht. Ne? Genau, so könnte man sagen, wir drehen mal hier die Heizung auf. Und das war eine kurze Demonstration von Feuer. Von, ja, Wärme im Ausdruck von Liebe. Als an euch als Gruppe. Ohne irgendetwas zu bewerten, sondern einfach nur bedingungslos, weil es so schön ist, hier zu sein. Und das sind die Dinge, die wir lernen dürfen. Und das könnt ihr genauso. Jeder hat sein eigenes. Seine eigene Bestimmung, jeder hat seine eigene Kraft, jeder hat sein eigenes Feuer in sich. Und ja, deswegen ist es so gut, wenn wir beginnen, damit uns auseinanderzusetzen, in diese Liebe des eigenen Ichs hineinzugehen und der Existenz des Lebens hineinzugehen, damit wir uns entsprechend nach außen ausdehnen. Ihr dürft ja das Leben bereichern, wie ihr wollt. Wichtig ist, ihr tut es. Das ist das Allerschönste, was wir dem Leben schenken können, wenn wir uns ja entsprechend in unserer vollkommenen Authentizität, unserer Kreativität nach außen darstellen und das Leben einfach ja überraschen mit der Liebe, die wir in uns tragen. Und das, darum geht es ja auch, dass wir dieses Qi wieder hochbringen und im Alltag nutzen können, ohne dass wir ja wieder verhaftet bleiben in irgendwelchen Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere, ja, wenn die Energie fließt, dann werden unsere Sinnesorgane viel mehr aufgebaut. Das heißt, wir sehen besser, wir riechen besser, wir schmecken besser, wir hören besser, wir fühlen mehr. Fühlen ist natürlich so eine Sache, wenn man nicht alles fühlen will. Wichtig ist, dass ihr dann lernt, euch auch entsprechend abzugrenzen. Auch das ist ein Teil. Der passiert aber automatisch. Wer unsere Serie kennt, der weiß zum Beispiel, dass er sehr, sehr gut sich abgrenzen kann. Und gleichzeitig aber sehr spürig ist und hinspüren kann, sagt, okay, was fühlt sich richtig an? Passt das jetzt für mich, was da passiert? Das Qi holt man bewusst nach oben, indem man vorher erstmal alle kleinen Blockaden da rausholt, die da drin hängen, im System. Also, das würde jetzt in dieser kleinen Stunde sehr zu weit führen, das zu erklären. Deswegen kann ich das so auf die Kürze nicht machen. Wenn man täglich damit arbeitet und sich, ja, damit beschäftigt, dann geht das ganz leicht, weil dann ist es einfach nur ein Impuls. Ich entscheide mich jetzt für mehr Lebensenergie. Ich entscheide mich jetzt für mehr Licht. Ohne Licht kein Leben, ohne Licht kein Zellstoffwechsel. Ohne Licht, ja, keine Ausstrahlung. Das ist das, was passiert, ne? Auch das führt leider zu weit. Das kann ich jetzt nicht erklären in diesem Zusammenhang. Das ist etwas, was man einfach spürt. Aber wenn wir uns durcharbeiten, jeder empfindet das anders. Die Frage war, woran erkenne ich, dass das Sexualchakra aktiv ist? Normalerweise merkst du es relativ deutlich, dass das Sexualchakra die Energie in dein Sexualzentrum führt. Das Sexualzentrum sitzt unterhalb des Bauchnabels. Und da sollten wir uns zu Hause fühlen. Von Herz bis zum Sexualzentrum. Das ist so die Ebene der Identität. Von hier bis da. Da findet Identität statt.
das Sein. Ihr Denken, aber Identität hat hier oben nichts verloren. Das empfindet man hier. Ist übrigens sehr interessant, wenn man junge Menschen fragt, wo ist deine Identität, weil sie gerade so viel in der Schule verhaftet sind, weil sie so viel lernen, ist sehr, sehr oft die Aussage da, ja, die empfinde ich im Kopf. Und derjenige, der aus dem Lernen heraus ist und sich eher empirisch durch das Leben bewegt, der merkt dann, ah, die Identität ist von hier bis hier. Sehr, sehr spannend. Einen Punkt möchte ich ganz gerne mit euch noch ansprechen, der ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir etwas gelernt haben und etwas verinnerlicht haben, wenn wir Schmerz oder Probleme oder Stress verinnerlicht haben, dann haben wir so kleine Teufelchen im Gehirn, die sich an diesen Zustand gerne erinnern. Das heißt, der Zustand, den ihr erlebt, ist ja ein Resultat eurer Handlungen, eurer Erfahrungen, die ihr bisher jetzt gemacht habt. Und wenn dieser Zustand sich mal eine Zeit lang verfestigt hat, dann ist er eine festgeschriebene Wahrheit. Da sind wir in dem Problem, dass im Gehirn das Gehirn dann sagt, ja, das ist der Zustand, an den habe ich mich gewöhnt und ich möchte ihn auch ganz gerne behalten, weil Veränderung macht keinen Spaß. Ich sage was anderes, Veränderung macht Spaß, aber so grundsätzlich ist das da oben nicht unbedingt flexibel. Wenn das Gehirn nicht an Veränderungen gewöhnt ist, versucht es den Zustand, die Realität aufrechtzuerhalten, die es gewöhnt ist. Und da kommen so Spiegelneuronen zum Zug, Erinnerungsneuronen, die sagen, ja, das ist der Zustand, so gehört er sich. Wenn ich mich am Ellenbogen verletze und ich habe diese Verletzung länger wie 72 Stunden, dann fängt es da oben an zu rütteln und sagen, ah, das ist jetzt hier schon fast ein Normalzustand nach 72 Stunden. Nach 48 Wochen sowieso. Dann ist der Schmerz, der im Ellenbogen hängt, der täglich da ist, normal. Und dann wäre es wichtig, wenn wir hier Emotionen entlassen, wenn wir hier Stress rausnehmen, dass die entsprechenden Verknüpfungen hier oben gelöst werden, dass die Spiegelneuronen freigesetzt werden, wie eine Defragmentierung, wie man es früher mit dem Computer gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe einen Mac, mache das glaube ich selber, aber früher musste man auf so einen Knopf drücken beim PC und der hat dann die ganzen Teilchen auseinandergenommen, hat die Sachen gelöscht, die nicht mehr notwendig waren und hat die wieder zusammengefügt, sodass diese Kapazität des Rechners wieder zur Verfügung stand. Und genau das ist wichtig im Zusammenhang mit Spiegelneuronen. Das heißt also, wenn Zustände länger da waren, wie ja, 72 Stunden oder zum Teil Wochen, dann muss man dem Gehirn die Möglichkeit geben, zu defragmentieren. Und das ist genau das, was wir auch über Absicht und Stimme machen, in dieser intuitiven Arbeit, dass man sagt, okay, wir gehen so tief rein, dass das Bewusstsein sich nicht mehr erinnert, und die Möglichkeit für Neues offen ist. Das heißt also, dass ja im Prinzip alles rausgeputzt ist und ein leerer Raum entsteht. Und das können wir auch noch mal kurz zeigen, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Ihr habt ja vorhin gemerkt bei dem einen oder anderen, dass was gezwickt oder zwackt hat. Egal wann ihr dazugekommen seid oder ob ihr morgen zuschaut. Vorhin habe ich ja darum gebeten, spürt mal hinein, ob ihr einen Diskomfort habt, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Und dann spürt mal hinein, wie sich das hier oben anfühlt. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Gehirn machen, dass wir es ein bisschen freisetzen. Fere je barachna kele iti je mas monai. A fere malari ke iji mai nera. Abahuai de kele jama jama shesubui. E felem nekwai dara tastau. Abe. Amana yel maras baradas badai zenech lanei. Aber dann mani am dachle, jay, sequine, jumomai. Afele lele, jay, tekisamanan, jumoin. Barasade, jay, le, halai, bogoi. Ekei, ekei, baran, anan. Ekei, ekei, barasporo.
Bria so hitian besa zohana de jadam bayane fora jisen anande bequece jinaya sere abba e celai o bayan nechmarale bay darse da e beite go bayasei e jeshe yama mora Eide mare yasa Moshe dala e jesi e bei barana jesmere yesei agnan vo ba yereste jeres parai hana ye dai te kala borayo jesei di reba novaran vereya dasayan Eye bara shana shmukwa. Dash. Nochmal schauen. Müsst ihr auch merken, dass ihr euch mehr in euren Körper hineingesetzt habt. Dass das vorher von den Verknüpfungen her vielleicht gar nicht so optimal war. Schön ist in dieser intuitiven Arbeit könnt ihr euch einfach reinbewegen. Ihr braucht gar nichts wissen. Das heißt, wenn ihr ja euch ein bisschen so vorinformiert habt, was passiert denn da überhaupt, braucht ihr auf jeden Fall keine Selbsthilfemethode erlernen, weil die ja, Methode oder die Art und Weise des Arbeitens über Sound und Bewegung euch die Öffnung gibt. Ah, schön, der Nacken macht mehr auf. Das ist auch schön. Und mal den Kiefer noch ein bisschen hier aufmachen. Hey, spürt mal hier rein. Das ist ja unser Kiefer, hier dieser Bereich, das ist ja der Bereich, wo die Emotionen zuerst hingehen. Das heißt, in erster Linie, wenn wir uns ärgern, wenn jetzt irgendetwas passiert mit uns, dann nehmen wir die Emotionen zuerst in dieses Kiefergelenk hinein, in das Zahnfleisch, in die Zunge. Die dann verschiedene Stellungen aufbaut, je nachdem, wie viel Stress da ist. Und ja, wenn wir das Ganze hier freier machen, oft mehr öffnen, dann macht natürlich der ganze Körper mehr auch auf, die Augen mehr auf, das Gesichtsfeld hier öffnet sich mehr. Ferdinand Jamal di Keisho voi si Jinnah Jinnah Marastai Afuwa Khe Nea Mo Miari Nao Miari Aisu Seiji Tike Mo Fore Naita Kaisa. Probiert mal euren Kiefer. Der ist schon mal okay. In ja, Shiro Kuina Che.
Jetzt macht er auf, genau. Jetzt entspannt sich auch das Zahnfleisch. Und die Zunge wird schwer. Also ganz viele Möglichkeiten, die hier in der intuitiven Arbeit drin sind. Wir haben mal so ein bisschen herausgeschrieben, was es da alles gibt. Wir haben, glaube ich, nicht glaube ich, wir sind auf 37 verschiedene Vorteile gekommen. Die werde ich euch nicht aufzählen. Ich habe euch einiges genannt, warum diese Arbeit sehr, sehr, sehr tief geht. Und wenn wir ja, uns das Ganze betrachten, dann sind wir wahrscheinlich hier noch lange nicht am Ende, weil wir viele Sachen noch gar nicht wissen, wie es wirkt. Tatsache ist halt auch grundsätzlich, das wisst ihr, ist die Absicht des Behandlers und des einzelnen Ichs extrem, extrem wichtig und ausschlaggebend. So, mit der entsprechenden Absichtslosigkeit, mit der Leichtigkeit und dem Wunsch der Lebensverbesserung rangeht, kann man einiges bewegen. So, ich kann sagen, das war das dann für heute. Jetzt kommt noch eine Frage auf, welchen Kurs würdest du eher empfehlen, zurück zum Ursprung oder Claim Your Brain? Das ist eine klare Entscheidung für jemanden, der noch nichts gemacht hat, empfehle ich zurück zum Ursprung. Zurück zum Ursprung ist eine körperlich, geistig, seelisch, energetische Aufrichtung. Das heißt, wir putzen durch, dass man sich wieder energetisch voll darfühlt. In Claim Your Brain geben wir eine geistige Ausrichtung oder eine geistige Möglichkeit vor. Das heißt, wir nehmen Programme raus. Zurück zum Ursprung, Emotionen rausputzen, 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 dass ich mich wieder richtig aufrichten kann. In Claim Your Brain geht es dann darum, dass ich die Programme, die Konditionierungen, die ich drin habe, rausnehme, dass ich mein eigenes Ding machen kann, dass die Ausrichtung stimmt. Und das ist ein großer Unterschied. Und die Kurse sind nicht aufeinander aufbauend, sie sind für sich alleinstehend. Aber wenn mich heute jemand fragt, was würde ich zuerst machen, dann ist das zurück zum Ursprung. Weil dann mehr Energie da ist. Ja. Und ja, wir werden sicherlich da auch immer wieder was Neues machen für euch, weil wir denken, wir haben ja aufgrund des Zeitgeistes doch noch sehr, sehr viel vor. Und wir machen in der Regel einmal im halben Jahr oder einen neuen Kurs, also im Jahr kommen zwei neue Kurse raus, mit denen wir arbeiten. Mal lange, mal kleine. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Einzelsessions gibt es zurzeit nicht. Was angedacht ist, dass wir 2018 ganz konkret auch Präsenzseminare geben mit Vortrag. Das heißt, es wird ein Seminar in irgendeiner Stadt, ein Vortrag in einer Stadt stattfinden, Stuttgart oder Berlin, Hamburg, was weiß ich was. Und dann werden wir am Wochenende, also am Freitag Vortrag und am Wochenende arbeiten mit Teilnehmern, die gerne dabei sein möchten. Diese Sache werden wir mitteilen in dem Augenblick, da wir Bescheid wissen, wann, wie, wo, was geschieht. Das Ganze werden wir im Januar festlegen, Januar 2018. Deswegen, ja, genau, schauen wir mal, wie, wo, was. Insofern darf ich mich für heute bei euch bedanken. Für eure Geduld, euer Mitmachen. Es ist großartig. Ohne euch geht ja diese ganze Arbeit nicht. Deswegen ist es so schön, dass jetzt hier 100 Teilnehmer dabei waren. Wir hatten, glaube ich, 250 Eintragungen. Die werden wir hier nachbedienen. Da kommt die Aufzeichnung hinterher. Und wir werden auch einen kleinen Film aus diesem ja, Interview oder aus dieser Vorstellung machen, sodass ihr den dann auch genießen könnt, weil wir werden da noch einiges an Sheets und Sachen reinpacken. Grundsätzlich passiert das dann. Aber auch das hat Zeit, auch hier muss man sich die Zeit dafür nehmen, dass das alles stimmt. Ich darf mich bei euch bedanken, ganz herzlich, für euer Dasein. Und ja, ich freue mich natürlich auf alle, die Freude an unserer Arbeit haben. Ich bedanke mich ganz klar hier bei euch und aber auch bei meinen Kollegen, die ganz, ganz viel leisten im Hintergrund, weil hinter Andreas Goldemann zurück zum Ursprung steht ein ganzes Team. Und ich denke, das ist wichtig, dass ihr das auch seht, dass die hier ganz viel mit dazu beitragen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und ich denke und hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin.